Zum 30. Geburtstag ihres Freundes buchte die Irin Mary Hartzvenay, 24, einen Trip nach Lissabon. Doch die Fluggesellschaft hat den Flug kurzfristig gestrichen und machte der Frau ein Angebot, und das ist vor Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Bereits im Januar 2018 hatte die 24-Jährige das Überraschungsgeschenk gebucht. Wie sie gegenüber des britischen Magazins The Sun mitteilte, habe die Billigfluggesellschaft Ryanair die gebuchte Verbindung gestrichen und dafür eine Alternative angeboten. Auf Twitter postet sie die ermüdende Vertröstung. In der E-Mail steht, dass die beiden um 20.30 Uhr in Lissabon ankommen würden und glatte 25 Minuten später, um 20.55 Uhr, wieder zurück nach Glasgow fliegen würden. Das würde bedeuten, das Paar könnte direkt im Flugzeug sitzen bleiben und noch mit der gleichen Maschine zurück in die Heimat fliegen. Gegenüber Sun äußerte sich Ryanair, dass die Verbindung zwischen Glasgow und Lissabon nur noch einmal in der Woche besteht. Daher habe man Mary Hart und ihrem Freund die nächstmögliche Verbindung angeboten. Das Paar habe jedoch auch die Möglichkeit, sich die Ticketkosten erstatten zu lassen. Dennoch war das alternative Angebot für das Paar nicht vorteilhaft und die Reise fiel ins Wasser.